Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Burkhardt. Ich bin der Backfreund hier aus Billroth und betreibe diese Bäckerei hier seit jetzt 16 Jahren. Freiheit ist mir besonders wichtig, deswegen gehe ich regelmäßig mal auf die Grube hoch, ja, um mir den Wind um die Nase wehen zu lassen und meine Gedanken auch mal frei zu bekommen. Ja, genau, 200 Meter und dann sind wir schon auf der A3 und der Förderturm ist ein Geopoint, der uns viele Leute anzieht, von nah und fern, auch aus dem Ausland, und dann ist man immer sehr gut und sehr schnell zu finden. Ja, ich wollte meinen Tag genießen, ich wollte frei sein, frei über den Tag entscheiden können, und was ich immer gut konnte, war früh aufstehen und spät ins Bett gehen. Backen konnte ich früher gar nicht, das hat mich nicht wirklich interessiert. Und im Nachhinein hat man ein Talent gefunden, was anscheinend ganz gut funktioniert. Das sind die besten Brötchen und Brote der ganzen Welt. Einfach genial. Die schmecken sowas von lecker und halten auch lange frisch. Das ist so. Also Bäcker ist für mich immer deswegen eine super Sache gewesen oder ein geiler Job, weil man im Endeffekt über seinen Tag selbst bestimmen kann. Ja, man muss natürlich früh aufstehen, ja, man bekommt nichts geschenkt, aber auf der anderen Seite, gerade bei heute haben wir ein super Wetter, ja, und um 12 Uhr sind alle meine Bäcker auf der anderen Seite schon nach Hause. Dann entweder sie schlafen, weil sie heute Abend noch ein bisschen was mit ihren Leuten unternehmen wollen, ja, je nachdem, wie der Freundeskreis strukturiert ist, oder aber sie gehen jetzt noch ins Schwimmbad. Und für mich persönlich nochmal besonders wichtig ist, Tageslicht frei zu haben. Besonders im Winter, wenn man um 12 Uhr nach Hause bekommt, kann man jetzt Tageslicht gerade zu der kürzeren Jahreszeit auch noch genießen. Abgesehen davon friert man nicht in der Backstube. Man kann ja mal auch über die Grenzen gucken. Kenianisches Elefantenfußbrot ist mit Sicherheit ein Dauerbrenner. Mit gekochten Kartoffeln, mit einer Maishirse-Polenta, sowas gibt es halt auch in Kenia. Ja, so früher vielleicht, aber mittlerweile nach 16 Jahren haben sie sich auch umgestellt und dran gewöhnt, und ich kann über nichts mehr mich freuen, als wenn heute eine alte Dame oder ein alter Herr zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne einen 90er oder einen 60er, dass sie diese Umstellung und diese Art, wie wir es zelebrieren und praktisch auch umsetzen, auch mittragen und das dann auch für sich assimilieren.